Oh, Papa, gerade auf dem Weg zum Tor. Kommst du mit? Wenn du das mit dem Auto bist. Ich habe leider zwei Zombies hier. Wo bist du denn? Ich habe nur eine bescheidene Waffe auf dem Parkplatz vom Supermarkt. Boah, ich habe es noch geschafft. Warte, ich muss mich jetzt schnell heilen. Ah, ich hab's überlebt. Nee, ich war Öl ansuchen. Bist du das, der da läuft? Ja. Ah. Ja, hier hinter ist ein Shop. Ja, ich habe gesehen, da ist noch ein Truck. Den können wir ja eigentlich direkt an auch aufrüsten. Dann haben wir wieder zwei Fahrzeuge. Aber ich habe noch kein Öl gefunden, ist mein Problem. Ja, ich habe auch keins. Ich glaube, Dirk wollte mal gucken, dass er welches mitbringt. Was sagt mir nicht? Dirk? Ist Dirk nicht on? Keine Ahnung. Ja. Nee, er war nicht on. Ja, die Kinder sind im Bett. Ah, okay. also wir haben jetzt auch noch einen Truck gefunden. Den habe ich wohl übersehen. Schade, ich sehe den Drop nicht mehr. Den siehst du nicht mehr, den Bob? Nicht ein. Ja, jetzt, wie gesagt, nicht aktuell, aber wird es definitiv geben. Also werde ich definitiv machen. Ich habe momentan, weil ich selber die Zeit nicht habe, es zu spielen, mache ich es jetzt momentan nicht, aber sobald im Monat oder so die Zeit da ist, werde ich das definitiv dann noch machen. Ich habe leider nur einen Schraubenschlüssel. Ja, der ist nicht so effektiv. Hab meine Machete. So, Öl habe ich leider immer noch keins gefunden. Auf der anderen Seite ist da auch noch eine Tankstelle. Leute, wo bist du jetzt über gewesen? Im Supermarkt und in der Tankstelle. Okay. Auf der, Papa nach dem halb eins. Genau. Auf der Sultan-Seite. Oh, ich sterb wieder, Alea. Wo bist du? Auf der Straße. Er hat mich schon wieder erwischt. Warum machst du denn sowas? Oh. Ja, das klingt doch wie ein Deal. Das machen wir so. Was? Ja, der Kekse möchte, wäre dabei, wenn wir einen eigenen Server machen für Scum. Und okay. Will sich mit 5 Euro an den Kosten beteiligen. Das finde ich ein Deal. Da bin ich voll dabei. Stimmt. Ja, hier war ich schon gucken. Hier ist nirgendwo Öl. Also auf der Tankstelle, auf welcher Seite? Auf der Sultan-Seite. Auf der anderen Seite, da waren wir noch nicht gucken. Hast du den Öl mitgenommen oder? Nee. Da kommt schon wieder ein Zombie. Was ist hier los auf dem Server heute? Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Ja. Mhm. Ja, auf der Sultan-Seite war es jetzt, aber auf der einen Seite noch nicht. Nee. Ja, ohne Öl kriegen wir die Fahrzeuge nicht anlaufen. Also in den 4. Reifen habe ich jetzt gefunden für den Cadillac. Ja, da liegen ja jede Menge Reifen, ne? Auf dem Weg, als ich hier hingelaufen bin. Soll ich euch Öl mitnehmen?
Ja, klar. Ja, die Frage ist, wo seid ihr? Ein Sultan. Wie komme ich da hin? Zu Fuß. Zu Fuß. Der Fuß weiß, wie schnell das geht. Einmal laufen. Du musst über die Brücke, also wenn du in der Base startest, musst du einmal über die Brücke. Rechts, Sebastian. Und dann rechts und querfeldein. Ah ja, querfeldein. Okay, was braucht ihr? Dann nehme ich euch mit. Öl. Ja, wie viel? Öl, so viel wie du tragen kannst. Wir haben ja noch ein Auto gefunden. Also Öl brauchen wir. Alea, bist du noch bei dem anderen Wrack? Bei welchem Wrack? Von dem, weiß schon. Von dem Dings. Kann ich schnell hinlaufen. Von dem Pickup. Kann ich schnell hinlaufen, ja. Ja, dann kannst du nämlich dem Max noch sagen, was wir am Material brauchen. Ich die Base zurück und hol das Zeug. Öl habe ich. Öl hast du gefunden, okay. Dann können wir zumindest schon mal ein Auto anlaufen kriegen. Eine Batterie ist auf jeden Fall drin. Also, Wagner? Ja. Ich gehe aber nach mehr Öl suchen. Also dieses Wagner und ein Drive Belt. Und natürlich vier Reifen. Ein Drive-In. Super. Komm ich doch nicht dahin. Jetzt hat mich schon wieder der Dicke erwischt. Wo bist du denn? Ich bin anscheinend bewusstlos. Und bin jetzt tot schon wieder. Ich könnte kotzen. Was ist denn hier los auf dem Server? Ich habe doch ja nichts verstellt. Warum sind die alle auf einmal so aggressiv? Weil sie einen Code umgestellt haben. Ja, irgendwas haben sie hier ganz böse umgestellt, ja. Scheißtrick, entschuldige. Also, Sparkplug brauchst du nicht, Batterie brauchst du auch nicht und Drivebelt brauchst du auch nicht, oder? Na, Sparkplugs, Drivebelt brauche ich und vier Reifen. Und Öl und Diesel natürlich. Okay, Sparkplugs. Reifen habe ich keine. Drivebelt. Batterie brauchst du nicht, hast du gesagt. Nee. Reifen habe ich keine. Ja, Reifen haben wir alle nicht. Ich hab, Aber wir können ja von den Quad-4-Reifen demontieren, ne? Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Dann haben wir ja genug Reifen. Muss ich wieder zurück, weil ich das Öl vergessen habe. Also das Benzin. Ja. Da ist er dicker. Ja, mich hat gerade da auch einen Dicken gekillt. Chernobylite, da kann der Max was zu sagen, weil ich hab's nicht wenn gespielt, du halt sondern so Max. Spielst, dann ist es halt meistens auch eine Mission, die vorgegeben ist und die du dann halb von A nach Z nachspielst, ne? Und wo du dann halt vielleicht mal eine Abzweigung hast, ja, aber generell eigentlich einen Weg. Die einzigste Ausnahme ist da halt wirklich Generation Zero, weil halt Generation Zero auch Open World ist, obwohl es ein Shooter ist. Mhm. Ja, egal, ob du es alleine spielst oder mit mehreren spielst, es ist immer Open World. Ja. Es sind zwar schon einige ganz nette Elemente drin und es gibt nichts zu sagen, aber wie gesagt, das ganze Konzept ist mir zu wenig für ein Vollpreisspiel. Oh, es fängt an zu schneien. Nimm dir Heatpacks mit. Ich habe Heatpack 2. Oh. Ah ja, ich sehe es, es fängt an zu schneien. Wo sind die Heatpacks? In der Medi-Kiste. Was ist los? Spinnst du? Ach so. Was? Wie? Hä? Hä? Nein, ich spinne nicht. Nein, ich auch nicht. Wieso bin ich zu langsam? Ja, also jetzt fängt es an zu schneien. Jetzt siehst du das mal Keks gerade, wunderschön. Und es wird langsam weiß. Muss ich mein Base finden, dass siehst, ich krieg langsam Atemwolkchen. Und wenn du dann halb auch nicht richtig bekleidet bist, fängst du dann auch an zu frieren und kannst natürlich dann auch erfrieren. Oh ja. So. Ich hab jetzt zweimal Öl. Ja, aber ich glaube, es entspricht halt Max seinen Geschmack nicht, weil Max ist halt nicht so der Shooter-Spieler. Deswegen glaube ich, dann
Also der Keks meint auch, dass er zu wenig Bauelemente drin fand. Wie im Chernobylite? Ja. Ja, absolut. Aber die Story fand er halt sehr genial eigentlich. Durch dieses Element, dass man halt die Zeit verstellen konnte. Heatpack, okay. Ich habe ja kein Heatpack bei, weil ich habe ja mein Loot noch nicht, scheiße. Dann just nehmen, Heatpack, danke. Heatpack has been applied. Ja. 36, ich mache jetzt schon was. Dirk, hast du das Quad? Nein, das hat irgendjemand mitgenommen. Ja, das steht unten an der auf der Straße. Das ich war's nicht. Nee, ich war's. Ich weiß schon, dass er mich meint. Du kannst doch ruhig meinen Namen aussprechen. Das, wo es hingekommen ist. Das hat Ronny, der Idiot, ja mitgenommen, weil er nämlich vom Sterben geflüchtet ist. Und hat mich allein gelassen und hat mich dem Sterben überlassen. Ja, sag's ruhig so, wie es war. Es war so. Oi. Ja. Ich habe einfach gedacht, der Dirk hat eine Waffe bei und ich habe nix und kann mich nicht so gut erwehren wie er und deswegen dachte ich, flüchte lieber. So wie jetzt. Ja. Ja. Aber ich denke, ich erfriere es oder so gleich. Kommt in der Basis, kommt rein, da ist warm. Ja, wir sind aber in Sultan, das nützt uns nichts, dass es da warm ist. Ach, komm doch mal her, Papa. Ja, ich bin ja jetzt wieder an meiner Leiche. Jetzt kann ich mich ja wieder ausstatten. Wo soll denn die Karre stehen, Mann? Also, der Motor läuft ja. Ja, der Motor. Aber ich suche das Auto, das Fahrzeug, was wir aufbauen wollen. Ach so, der steht die Straße runter. Hier rechts rein. Hier, da geradeaus auf dem Parkplatz. Hä, da stand doch eben keiner. Steht da noch? Wie weit ist er denn jetzt aufgebaut? Nee, wir brauchen ja, Alea, wir müssen ja erstmal den Cadillac aufbauen, ne? Wieso erstmal den Cadillac? Wo ist der? Die Straße runter, habe ich gerade gesagt. Ja, welche Straße? Weltstraße. Wir sind hier rechts die Straße. Ja, die Straße. Die Straße, gegenüber von der Kirche rein. Ja, da bin ich ja reingelaufen. Ja, ganz am Ende, da ist... So, Heatpack genommen. So, dann haben wir ja erstmal ein Auto. Das bedeutet, genau. Wenn wir ein Auto haben, können wir das auch nutzen. Genau, und hinten auf dem Parkplatz steht noch ein zweites. Da können wir die Bauteile hier von dem ja, okay. Also, ich habe jetzt einmal Öl. Und ich habe Sprit. Gut. Zweite Mal? Du sagtest, du hättest zweimal Öl gefunden. Ja, dann brauchen wir ja für das andere. Warum? Genau. Dann brauchen wir eine Batterie, richtig. Und ja, Keilriemen habe ich keinen. Ja, das können wir ja alles aus dem Quad rausnehmen. Sonst hätte ich aber alles. Gut. Wir sind nicht verstreut, wenn er spät. Heatpad was not needed yet. Nee, komm. Kannst du nicht. Wieso geht das auf einmal nicht mehr? Ja, habe ich auch nicht. Also da haben sie irgendeinen Kack gemacht beim Update. Und ich speibe und habe aber nichts gegessen. Das ist auch das Honig. Den Honig kannst du auch nicht mitnehmen. Ne? Doch, habe ich eben mitgenommen. Ja, habe ich eben gemacht. Habe ich nicht im Inventar. Okay. Gut, das Auto ist fahrbereit. Dann fahre ich noch zu dem anderen jetzt weiter, ne? Dann komme ich mit. Ja, ihr könnt ja gleich zusammen mit dem Auto dahin fahren. Du kannst ja Dirk erklären, wo es ist. Das Auto ist fahrbereit. Jo. Was sehe ich anders ohne Keilriemen? Wie, ist kein Keilriemen drin? Nein.
Max? Ja. Wo bist du? In der Basis. Noch immer? Ja, ich war jetzt fast gestorben. Na, ich komm zurück, dann nimmst du den Keilriemen aus dem Quad. Dann geht's nicht anders. Ja, ich kann schon kommen, ich habe jetzt nur geschwind Essen gemacht. Ja, brauchst du, dann wir kommen ja jetzt mit dem Auto. Ist okay. Wenn das ein Fahrzeug, ja, wenn du jetzt inzwischen in der Nähe gewesen wärst, wäre es ja nicht nötig. Ich bin wieder zurück, weil ich gestorben bin. Wie ist es jetzt? Ja, also hier im Gebäude habe ich keinen Keilring gefunden. Wir haben jetzt mit Rex geheilt und noch ein zweites Mal heilen. War fast gestorben. Noch einer. Der gestorben ist. Oh scheiße, mein Ding ist. Mein Machete ist kaputt. Aber ich habe mein Daisy. So. Ach, dann baue ich jetzt die Teile hier am Quad ab. Nicht Enter. Open. So, und in der Zeit sage ich schon mal danke fürs Zusehen an die Zuschauer bei YouTube. Also Keks und Mattes, ihr könnt ruhig dranbleiben, es geht noch weiter. Bis dann, tschüss. Alea, nimmst du die 4 Reifen? Ich habe keinen Platz mehr im Menü. Ja. Warum läufst du eigentlich ohne Hose rum? Ich habe auch eine Hose an. Hallo und willkommen zu Aleas Wunschträume Punkt 6. Sie möchte, dass wir alle ohne Hose rumlaufen. Nein, erstens. Und zweitens, siehst du da was anderes? Ich sehe, dass der eine Hose anhat. Ja, eine lange oder eine kurze? Eine lange. Bei mir steht der da in Unterhose. Ah, jetzt hat das Heatpack genommen. Jetzt hat das ausgezogen. Das Spiel ist halt ganz komisch. Naja, das haben wir mitgekriegt mit den Zombies genervt. Ich dachte, sie hätten es jetzt nochmal gemacht. Wobei ich das so immer für viel halte. Aber wir spielen auch auf schwer. Von daher, jetzt muss ich mal überlegen, wo müssen wir jetzt lang? Wir sind auf der Sultan-Seite, also müssen wir, ne? Und dann links, glaube ich. Machen wir die Heizung im Auto an. Die funktioniert komischerweise nicht. Wobei, du kriegst im Auto schon nicht so kalt wie draußen. Ups. Zumindest fliegen die Zombies jetzt besser. Ja, finde ich auch. Oh, für einen normalen Zombies reichen jetzt 1 bis 2 Pfeile. Ja, vielleicht haben sie ja wirklich nochmal was geändert. Wirklich? Was 1 bis 2 Pfeile? Also, ich brauche einen Kopfzahl. Pfeil. Ja, Kopfschuss brauche ich auch 2 Pfeile. Aber sonst brauche ich sicher 4 oder 5. Was? Ich brauche einen Kopf. Ja, Kopf, aber Körper rede ich von. Ja, du hast gesagt, Kopfschuss brauchst du auch 2 Pfeile. Ja, doch. Hätte ich jetzt schon gesagt, dass ich 2 Pfeile brauche. Haben wir diese Repair-Kits? Haben wir die in der Basis drin, oder? In der Leichen? Ich glaube, in beiden müssten auch da sein. Repair-Kits sind alle schon rüber. Achso, ein Crafted Bow kann ich gar nicht repairen, gell? Nein. Also Repair-Kits sind alle schon drüben. Ziemlich am Ende von der rechten Reihe. Nein, brauche ich nicht, weil ich muss ja ein Bow, ein Bow. A Bow? Bow brauche ich. A Bow. Was ah, da kommt doch. Da ist die Tankstelle. Ah, hier steht auch noch ein Quad. Also brauchen wir die Sparkplugs und den Drivepelt und so weiter und den Sprit gar nicht, oder? Nö, nee, brauchen wir nicht mehr. Wir sind fast wieder zurück. Ich gucke. Wir hatten das so. Oh, die Tankstelle hat nicht ein bisschen Sprit? Nein. Weil du es schon geholt hast. Ja, das ist in dem Auto drin. Wie gut, dass du die Lagerkarte Container vergessen hast. Was denn? Ah, sehr schön. Was ist das? Aber ist eine Batterie. Das ist, um die Fenster zu putzen, glaube ich, ne? Und hier ist Öl. Ja, damit kann ich schlagen. Okay. Das dürfte aber keine sehr effektive Waffe sein. Hast du
den Kanister hier voll gemacht. Hiermit, oder was? Ich bin gerade dabei, ja. Vielleicht kann ich ja meinen Monitor damit putzen, weil er ganz vereist ist. Na, 11 Liter habe ich immerhin noch rausgeholt. Mehr ist nicht mehr drin, oder was? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist echt komisch, wenn ich hier auf der Seite einsteige. So, jetzt ist 33% immerhin drin. Papa, siehst du das? Wenn ich hier einsteige, sitze ich auf der anderen Seite. Ah, hat aufgehört zu schneien, Leute. Guck! Nee, Flöckchen. Das ist richtig komisch. Ja, das stimmt. Normalerweise sollte das eigentlich dem entsprechen. Dirk, bist du drin? Ja. Dirk, die ganze Zeit in Unterhose rumlaufen zu sehen. Das muss so sein. Ich habe das Gefühl, du träumst da gerade so einen Wunschtraum aus. Nein. Sicher? Ja. Hast du jetzt den gefunden, den Keilriemen? Ja. Keil den Riemen. Keil den Riemen. Nein! Was ist denn? Papa! Ja, wir lassen Ronny kein Auto fahren, das ist alles. Jetzt sind wir runtergefahren. Ja. Wie schnell stehe ich am Wasser? Ne, im Wasser, du hast ja jetzt ein Jetski. Du hast jetzt ein Jetski. Papa? Ja, Entschuldigung! Entschuldigung, hat sich erschreckt, war ein Zombie, weißt du. Ja, da war ein Zombie, den musste ich ausweichen, den wollte ich nicht töten. Boah, da haben wir Schwein gehabt, dass ich noch nicht weit auf der Brücke drauf war. Ich lasse nie mehr Auto fahren, was? Ich will ja gar nicht Auto fahren, ihr wollt ja nie Auto fahren. Du bist ins Auto gestiegen, auf die Fahrerseite. Ihr zwingt mich dazu. Du willst den Leuten zeigen, dass du Auto fahren kannst. Lass es lieber sein. Na ja, gut. Bist du Zaun umgefahren? Zombie noch nicht mal schnell genug gewesen. Hey, jetzt ist wieder Sommer. Das ist so irritierend. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Der Schiffer. Er hat wieder mal die falsche Waffe genommen. Ja, der Ronny hat mal wieder 10 Leute angezogen. Attacke! Weiter! Durch den ein Fetti! Durch den scheiß Ding ist jetzt ganze Essen verrottet. Durch den Schnee. Fetti ist zu mir auf den. Wo ist er? Komm, Fetti! Lauf mir nach! Das Ding ist scheiße, von da aus kann man nicht schießen. Fetti, lauf! Ja, ich laufe zu dem Haus gegenüber und spring dann über den Zaun. Das dürfte ihn normalerweise abhängen. Irritieren. Genau, hat er auch. Hat umgedreht. Er kommt jetzt wieder zu euch. Nee, Quatsch. Doch. Soll ich mal draufschießen? Nein. Er rennt aber gerade auf mich zu. Also von hier aus schießen ist kacke von dem Turm. Es regnet. Es ich glaub, regnet. Der will was von mir. Regnet seinen Lauf. Ja, vielleicht solltest du in die Base gehen. Der will nicht von mir. Du musst tatsächlich nach unten gehen. Regnet. Ganz tief. Weil du kannst über die. Busch. Schießt du, ja? Ja, ich schieße und kann aber von da aus leider nicht. Wo bist denn? Fern tue ich dich. In der neuen Base drüben? Ja. Scheiße, ja. Mami, komm, bisschen durchhalten. Ui, der rennt. Bist du schnell? Er hat sich drüber geschafft, fuck! Drüber! Fuck! Fuck! Also ich bin tot. Quatsch! Quatsch! Fuck! Ich hab nicht so Quatsch, sondern Batsch. Kommt ich... her! Jetzt ist er liegt. Ich hab ihn. Weiter Schwede.
Du hast den fertig? Ja, der ist ja, tot. Klar. Ah. Hilfe! 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 5 Zombies hinter mir her. Wo bist du denn? Über die Brücke drüber, aber ich glaube, ich habe sie abgehängt. Jetzt haben sie mich wieder getriggert. Der Schwede, der Dicke war aber schnell, ha? Oh, geil. Sehr cool, Keks. Da sind wir, glaube ich, noch meilenweit entfernt von.